Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Hier erstmal ein Spruchband auch der Bocher Defense. Na, habt ihr uns vermisst? Man hat ja oft gegeneinander gespielt. Seit dem Jahr 2000 ganze 27 Mal. Jetzt sind sie aber erstmal defensiv gefordert, denn Bocholt kommt da mit einiger Manpower. Fakro kommt nicht durch, bekommt aber die zweite Möglichkeit, zieht ab aus der Distanz. Und der erste Torabschluss dieser Partie. Aber Marcel Lenz packt zu gegen den Topstürmer der Gäste, der zunächst beim Pass geblockt wird. Dann hat er keine Anspielstation mehr und dann zieht er mal ab. Da versucht er sein Tempo auszunutzen und hat da keine Probleme an Urban vorbeizugehen. Atmaca bekommt den in die Mitte, ja! Und da vergeben sie die Riesenmöglichkeit. Marvin Lorch setzt den Ball aus kürzester Distanz am Kasten vorbei. Atmaca macht das spielerisch gegen Urban, legt den Ball in die Mitte. Die ist noch nicht ganz optimal, da wären sonst mehrfach Optionen da gewesen. Diallo zieht mal ab aus der Distanz und da fehlt gar nicht so viel. Jetzt auch die erste Torchance für die SSV Gefelbert. Die Balleroberung von Remo Diallo hat ein bisschen Platz, aber keine Anspielstation. Deswegen zieht er mal ab, aber der Ball rauscht. Seit dem Jahr 2027 aufeinandertreffen, 13 davon an die SSVG. Und Schiebener legt den Ball in die Mitte, da wird Handspiel gefordert. Das würde ich auch gleich gerne nochmal sehen von Windmüller, aber wir schauen erstmal weiter. Jetzt schauen wir nochmal auf die potenzielle Handspielszene von Gino Windmüller. Da ist Schiebener, der bringt den Ball in die Mitte und das ist hier schwierig zu sehen. Oberkörper. Erwich Trüppel. Rechts wäre viel Platz für Kaya. Den sieht er jetzt auch. Yasin Kaya. Kann der mal sein Tempo aufnehmen? Ja, geht mal in den Strafraum, bringt den Ball doch in die Mitte. Da ist die Schussmöglichkeit. Und da wollen sie den Elfmeter. Schuss war von Schiebener, der geblockt wurde, der sonst reingegangen wäre. Jetzt schauen wir drauf. Auf diese Szene. Kaya legt den Ball zurück. Da steht mal jemand. Es ist Schiebener. Und da ist er leider ein wenig verdeckt, der Gino Windmüller. Auf der rechten Seite hat den Ball noch im Feld. Und sieht jetzt Yasin Kaya. Kriegt er den Ball in die Mitte. Kaya, und das muss das Tor sein. Nein, Schiebener setzt das Ding an die Latte. Auf den Lippenarten. Wir sehen es hier nochmal. Erwich Trüppel für Kaya. Der legt den Ball in die Mitte und dann sind das 3-4 Meter. Das Tor ist leer. Weiß nicht ganz wohin. Aber der Pass ist super von Stojanovic auf Atmaca in die Mitte. Und da hat dieser Pass von Stojanovic. Beric und Kaya völlig auseinandergenommen. Beric ein bisschen zu aggressiv gegen Stojanovic. Kaya im Nichts, ist kein Defensiver. Und so die Möglichkeit über die Ecke. Die kommt rein oder gibt es die Kopfballmöglichkeit für Haris Mesic? Gibt es nochmal den letzten Ball nach vorn? Ja, und Fakro hat da viel Platz. Fakro! Kein Abseits. Aber er schiebt den Ball in die Arme von Marcel Lenz, der draußen war. Ja, gut nachgesetzt von Atmaca. Dilda Atmaca verzögert nochmal, sucht den Abschluss selbst. Ja, nicht übel. Aber dann zu wenig Druck hinter dem Schuss. Wir sehen es hier nochmal. Sein Tempo, das ist wirklich das größte Problem für die Felber der Defensive. Der Schuss aber so gar nicht. Beric. Mit dem Einwurf von Felbert offensiv noch gar nichts in zweiter Durchgang. Jetzt Pass zurück, der prallen lässt. Und Diallo wird geblockt. Holdak zur Ecke. Auch die erste Bemühung der Gastgeber. Und dann kommt der lange Schlag. Das dürfte abseits sein von Hilger. Fahne bleibt unten. Hilger! Und das ist fast das Tor. Völlig aus dem Nichts. Der lange Schlag von Lenz. Bocholt pennt komplett, es ist irgendwie kein Abseits, auch wenn er da Meter Vorsprung hat. Und dann legt er den Ball vorbei an Fox, aber eben auch am langen Eck. Wellers nimmt mal Tempo auf, spielt den Ball in die Spitze, kommt Fakro, nein, Fakro! Für Malek Fakro, der da super in Szene gesetzt wird von Jan Wellers, auch eindeutig kein Abseits. Der Abschluss kommt direkt, ist dann etwas zu zentral. Richtige Entscheidung. Beckert kommt dahin. Kein Abseits. Überläuft Touré. Beckert in die Mitte. Fakro mit der nächsten Schusschance. Aber wieder zu wenig Druck dahinter für Malek Fakro. Das ist dann mal gut gespielt.
Beckert überläuft Toure, Fakro kommt in der Mitte an den Ball, aber dann ja, fehlt der Druck. Mit späten 1-0-Siegen hatten wir auch schon die Saison, unter anderem gegen Rödinghausen, später Fakro Elfmeter oder jetzt vielleicht Lorch. Zieht das Tempo an, Marvin Lorch verzögert nochmal, macht den Haken, schließt selbst ab, trifft den Pfosten! Und Lenz ballt die Faust, denn da war er geschlagen und hat Glück, dass das Aluminium ihn rettet. Super Einzelaktion von Marvin Lorch. Der Schuss, der hätte auch super gepasst. Unentschieden. Toure kommt da an den Ball. Kommt er vorbei an Beckert? Ja, kommt er. Bringt er den Ball in die Mitte. Und da ist das nicht das Tor. Da ist die Glanzparade von Fox. Da ist die Glanzparade von Fox gegen Melich. Toure macht das super. Und da muss Melich nur noch einschieben. Innerhalb von 30 Sekunden muss es auf beiden Seiten eigentlich krachen. Macht er es! Abgefälscht. Was ist denn jetzt los? Schauen wir auch hier direkt nochmal drauf. Abgefälscht noch der Ball vom Linksverteidiger. Geht vorbei am Kasten. Jetzt geht's hier doch hin und her. Timo Melich mit viel Tempo. Sieht auf der rechten Seite Robin Hilger, der Stürmer auf dem Flügel. Bringt ihn in die Mitte, Melich. Und da ist das Tor. Schiebener. 80. Minute. Felbert führt. Und das haben sie sich mit dem Druck in den letzten 2-3 Minuten auch verdient. Dritter Saisontreffer für Manuel Schiebner. In Durchgang 1 hat er den Hochkaräter noch liegen lassen. Und diesmal schiebt er dann ein. Der Stürmer, der eigentlich in der Mitte sein sollte, Hilger auf außen. Und der Ball, der rutscht dann durch. Auch vorbei an Fox. Und dann ist es Manuel Schiebner. Lunga kommt da im Strafraum an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren, fällt da zu leicht. Nein, es gibt den Elfmeter für Bocholt in der 90. Minute. Pazurek meckert, sieht gelb. Im ersten Moment hätte ich gesagt, nein. Schauen wir nochmal auf die Wiederholung. Kelvin Lunga und dann gibt es da den Kontakt von Gabriel. Und deswegen jetzt Fakro gegen Lenz. Lenz gegen Fakro. Fakro verwandelt. 91. Minute, der erste FC Bocholt gleicht aus durch einen Elfmeter von Malek Fakro. Fünfter Saisontreffer für den Stürmer. Und wir haben noch knapp 4 Minuten, denn 5 Minuten Nachspielzeit hat Sally Merck eben angezeigt. Fakro, ein souveräner Schütze aus seiner Sicht. Unten links, Lenz fliegt nach rechts und so gleicht Bocholt hier spät aus. Oh, der Ball rutscht durch für Malek Fakro im Zweikampf mit Abdelhamid. Fakro geht zu Boden und es gibt, was gibt es? Erstmal gibt es Rot gegen Abdelhamid wegen Notbremse, da besteht kein Zweifel. Aber es gibt wohl Freistoß, war noch leicht außerhalb. Deswegen ärgert Fakro sich da auch. Wir schauen hier auf die Wiederholung. Fakro entwischt der Abdelhamid, der zieht immer wieder und dann trifft er ihn ja noch knapp außerhalb. Jan Holdak gegen die Mauer, gegen Lenz. Holdak schließt ab flach und Lenz hat den Ball. Und hier schauen wir nochmal auf den Freistoß von Jan Holdak. Er probiert es flach, aber dann zu zentral. Und dann ist das gar keine so schwere Übung für Marcel Lenz. Aber was ist hier geboten? Und jetzt ist Schluss. Selim Erk beendet die Partie 1-1 in einer ganz wilden Schlussphase. Bocholt gleicht in der Nachspielzeit aus durch einen Elfmeter mit Fragezeichen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.